Familie ist das Wichtigste. Machen Sie es nicht wie ich. Ich habe die Arbeit der Familie vorgezogen. Ich habe gedacht, es wäre wichtiger, jemand da draußen zu sein, statt der Versager, der ich in meinem eigenen Haus war. Der Kinocast. Lass uns mal loslegen hier zum neuen Kinocast. Oh, Entschuldigung. Ja, fang doch mal an. Wie immer, nö, fang nicht an. Wir gehen hier gleich so rein, wie es hier läuft, ja. Ihr habt, liebe Hörer, ihr habt schon den Chris gehört und die Kate ist auch mit am Start. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo, lieber Erik. Ja, hallo, hallo. Und ja, wir haben da ein paar Filme mitgebracht. Ich sehe ja hier schon ein bisschen was. Die anderen Sachen werden wir noch nicht verraten. Ein bisschen was zum Thema Trailer, was da so Neues gibt, haben wir am Start. Und mal gucken, was uns noch so einfällt heute in der Sendung. Wir beginnen als erstes mal mit der Sneak Preview. Und da hatten wir den Film The Mule, den Maulesel. Und das ist der neue Film mit Clint Eastwood. Es war nicht der heiß favorisierte und getippte Film The Green Room Book? Weiß Book, gar nicht. Green Book, Book. Nur Green ohne, Book. Ohne, ja, genau. Ohne der Green Book. Book. The Green genau. Mile, The Green Mile gab es schon. Ja, ein Green, nee. Green, Green Room gibt es, glaube ich, auch. Ja. The Mule, darum geht es. Es geht darum, dass es basiert auf einer wahren Geschichte von einem Rentner, der mit einer riesengroßen Menge an Kokain von der DEA in seinem Auto erwischt worden ist. Und das hat Clint Eastwood verfilmt. Das heißt, Clint Eastwood spielt einen Rentner, der Drogen schmuggelt. Ja, kann man so sagen. Wie fanden wir es? Gut. Also ja. Gut erzählt. Es hat Spaß gemacht, Clint Eastwood anzuschauen. Hat er sehr gut gespielt. Ja, sehr gut. Ich auch. Also von mir kriegt der Film, was habe ich gegeben? 8, glaube ich. Ja, 8. Ich glaube, ich bin so tendenziell jetzt, ich habe hier bei Moviepilot habe ich 7,5 gegeben. Das geht ja bei uns in der Gruppe nicht so richtig. Ja, also ich gebe eigentlich 7,5. Aber bei uns in der Facebook Metropolsneak-Gruppe, wo ihr gern auch Mitglied werden könnt, wenn ihr nicht gerade einen ganz seltsamen klingenden Namen habt und Spam posten wollt, lassen wir euch auch da rein. Ja, da gucke ich gerade nochmal, was habe ich da gegeben? Du hast 7 gegeben, Erik. 7, ja, wahrscheinlich, weil ich nicht hin und her. Ja. Und ihr? Ich habe 8. Ich glaube, ich war bei dir, ich glaube, ich habe auch 7. Mhm, ja, Chris, hast du. Ich habe es offen. So, das war jetzt der spoilerfreie Teil zu dem Kino, zu dem Sneak-Film. Jetzt machen wir mal weiter. Also wer jetzt noch weiter hört, ist selber schuld, ja. Ich gebe diese Warnung explizit heraus, ja. Also, Clint Eastwood spielt einen Blumenhändler, der immer durch die ganze USA unterwegs gewesen ist im Laufe seines Lebens und hat dadurch auch seine Familie so ein bisschen vernachlässigt. Er hat Frau und Kind und so und hat sich dadurch auch mit seiner Frau ziemlich entzweit, weil er natürlich fast nie zu Hause war und hat sein Geschäft, seine Blumenzucht, wo er hauptsächlich so auch so Orchideen und so ganz tolle Sachen hat, sich mehr oder weniger darum gekümmert hat und eben nicht um die Familie, hat sein Kind kaum irgendwie aufwachsen sehen, hat alle wichtigen Sachen verpasst, die da so anliegen, also was weiß ich, Einschulung und sonst was alles und hat sich mehr darum gekümmert, auf Messen zu sein und seine Blumen da vorzustellen auf irgendwelchen Blumenzüchter-Conventions und Konferenzen zu sein und hat deswegen sehr, sehr viele Kilometer geschrubbt im Laufe seines Lebens. Allerdings macht ihm dann später das Internet ein bisschen zu schaffen, denn irgendwie bestellen sich dann mehr Leute irgendwie die Blumen, die sie brauchen, übers Internet und eben nicht mehr bei seinem Geschäft, was dazu führt, dass er nach und nach immer mehr zurückfahren muss und abbauen muss, Leute entlassen muss und letzten Endes auch sein Geschäft schließen muss und bekommt da eine Zwangsvollstreckung, wo ihm sein Geschäft weggenommen wird. Und das ist natürlich dann mit seinem etwas höheren Alter, er ist glaube ich so an die 90 im Film, und
Das ist natürlich dann eine schwierige Situation für ihn. Wie geht er dann weiter damit um? Weil gerade auch in den USA, wenn du nicht viele Rücklagen gebildet hast, dann stehst du halt auch ganz schön da. Und als er zu seiner Tochter auf die, ist das schon die Hochzeitsfeier? Ich weiß gar nicht, oder ist das? Nee, das ist die Enkelin. Ist das. Pre-Fire. Ach, die Enkelin, genau. Die Enkelin irgendwie zu so einer, ja, sagen Polterabend vielleicht oder sowas ähnliches, also so eine Vorfeier geht, wird er dann plötzlich von einem von ihren Gästen da angesprochen und sagt, hey, sag mal hier, du bist doch da so ein, oder er sagt dann, er hat so viele Aufkleber auf dem Auto von den Bundesstaaten, die er schon besucht hat, und da erkennt er, okay, da war viel unterwegs. Und er rühmt sich auch damit, dass er nie einen Strafzettel bekommen hat und noch nie auffällig geworden ist. Und dann denkt halt gleich dieser Mann, oh, das ist ja der ideale Mule für uns, der Maulesel, der Transporte übernehmen kann. Unauffällig, hat ein unauffälliges altes Auto und wirkt auch sehr seriös und gibt ihm eine Karte. Und irgendwann, als es wirklich prekär wird, die Lage zieht, der Earl Stone, die, so heißt der Clint Eastwood in der Rolle, die Karte raus, ruft dort an, nimmt Kontakt auf und muss da wirklich in einen sehr dubiosen Laden erstmal fahren, ja, wo eigentlich alle Alarmglocken angehen müssten. Da stehen so Mexikaner mit automatischen Waffen und die tun dann so ein unauffälliges Paket bei ihm ins Auto hinten rein, so eine Sporttasche, und die soll er halt von A nach B bringen, ich glaube nach Chicago oder so. Und ja, da macht er sich dann auf den Weg. Und das klappt erstmal ganz gut. Das war so dieser Testballon, den sie da gemacht hatten. Und das Geld, was er da einnimmt, das nutzt er halt erstmal, um so ein paar Sachen, zum Beispiel für seine Tochter, dass die ihre Hochzeit ein bisschen besser ausstatten kann und später dann auch für andere Dinge. Und es kommen auch immer mehr Leute auf ihn zu, die merken, okay, der ist jetzt irgendwie ein bisschen flüssig geworden und sie könnten auch Geld brauchen. Zum Beispiel sein Lieblingslokal, was jemand betreibt, der auch schon so ein bisschen in seinem oder im höheren Alter ist, muss leider aus Kostengründen schließen, weil er irgendwie das Geld nicht mehr aufbringen kann für die Hypothek oder so. Na, da hat die Küche doch gebrannt. Ach ja, stimmt, das Versicherungsschaden. Da hat die Küche gebrannt. Genau, und die Versicherung zahlt nicht, sowas gewesen. Und den hilft er dann auch finanziell aus und kommen halt dann immer noch mehr Sachen dazu. Und er macht dann noch eine weitere Fahrt und die Pakete werden größer, die er liefert. Er bekommt halt auch immer mehr Gewinn dadurch rein. Und ich glaube, viel mehr will ich jetzt mal auch nicht verraten, wie das dann noch weitergeht. Auf jeden Fall der oberste Drogenboss, den es da noch gibt, wird gespielt von Andy Garcia, der das mexikanische Drogenkartell leitet. Der hat auch ein paar coole Szenen, die ich aber jetzt auch mal nicht verraten will, weil das schon zu viel dann verraten würde, in welche Richtung dieses Ganze geht. Bradley Cooper spielt den Gegenspieler von diesem Drogenkartell. Er wird angeheuert in Chicago bei Morpheus, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der Morpheus. Lawrence Fishburne, wird er angeheuert, um dort eben ein paar Busts zu machen, ein paar Leute einzulochen, denn er hat sich wohl schon anders an anderen Orten ausgezeichnet, dass er eben ein sehr gutes Gespür hat für die Themen, sehr gute Ermittlungsarbeit leistet, und so wird halt Bradley Cooper, bekommt sein Team und darf auch ein bisschen teilweise auch leicht unkonventionell und ohne viele bürokratische Hürden zu überwinden, relativ schnell zur Sache gehen. Michael Pena spielt noch quasi seinen Partner dort bei dem DEA. Und die ermitteln halt in dieser Drogenszene und Drogenhändlerszene und kommen halt nach und nach dahinter, es muss irgendein Transporter geben, der wirklich riesige Mengen nach Chicago bringt, und sie versuchen halt irgendwie rauszufinden, wer das sein könnte. Sie haben auch so einen Insider, der da immer mal ein paar Informationen sie versorgt, aber sie kommen irgendwie nicht drauf, und so ist dann halt auch so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also Clint Eastwood, der Earl, der weiß nichts davon, dass ihm die Leute schon, dass er die Maus ist, ne? dass die ihm schon so auf den Fersen sind, ja. Sondern er macht da halt einfach seine Sachen da und fährt da seine Touren, und irgendwann findet er auch mal raus, was da so transportiert wird, aber hat da irgendwie doch eine gewisse Lässigkeit entwickelt, damit umzugehen. Ja, wir hatten den Film in der OV, Originalversion in Englisch. Das führt bei mir immer noch ein bisschen dazu, dass ich die Filme meistens etwas besser finde, weil sie irgendwie
authentischer wirken, als wenn es dann irgendwie synchronisiert ist. Hat mir ziemlich gut gefallen, der Film. Es war halt so diese typische Clint Eastwood, ich nenne es mal Oldschool, aber im besten Sinne, also Oldschool gefilmt, also wirklich ohne Shishi, ohne irgendwelche riesigen Effekte oder irgendwas, so ein richtig schön Breitbild, teilweise fast schon so westernartige Einstellungen, wo du wirklich so die ganze Landschaft gesehen hast, gerade wenn er dann unterwegs war und ja, auch die Figuren. Wobei ich da ganz kurz sagen muss, ja, das war jetzt nicht so nervig, dass man da die Landschaft gesehen hat. Das hat sich gut eingefügt. Also wir hatten ja auch schon Filme, wo man 5 Minuten Landschaftsaufnahme hat, wo Leute von links oder von rechts nach links durchs Bild laufen, in Ameisengröße, und du nur so denkst so, das hatten wir jetzt da nicht. Das war schon so schöne Roadmovies auch so ein Stück weit. Und das fand ich ganz cool. Ja. Zu dem Thema Drogenkartelle und Personen, die in die Fänge von Drogenkartellen geraten. Ich meine, da gibt es ja nun gerade so Beispiele, gerade auch in jüngster Vergangenheit, zum Beispiel Serien wie Ozark oder wie Breaking Bad, ja, oder auch so Filme, wo das schon irgendwie ja viel drastischer dargestellt wird. Das fand ich hier noch ein bisschen alles irgendwie so ein bisschen zu nett, in dem Film, wie das so gelaufen ist. So ein Rentner, so, ja. Also ein bisschen so leichte Anfälle so von einem Feel-Good-Movie, wenn nicht so seine Geschichte mit drin gewesen wäre, dass er sich nicht so richtig um seine Familie gekümmert hat, dass da noch Drama drin ist und was dann so mit seiner Frau ist und so. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre das alles ein bisschen zu rosa gewesen, das alles, oder? Ja, schon. Ja. Was ich so faszinierend fand, ich glaube, dass Clint Eastwood sich gar nicht groß verstellen musste für die Rolle, weil dadurch, dass der Clint Eastwood selber schon relativ alt war, oder alt ist, sagen wir mal so, war das, glaube ich, für ihn nicht so schwer, diese Rolle auch zu spielen. Ich meine, dieser alte Herr, der so schwer ins Auto rein und wieder rauskommt, immer so die Griffe benutzen muss, die sonst niemand benutzt, ja, das ist so, auch, und die Art, wie er so läuft mit den und die Hosen so weit oben, das fand ich so charmant, und ich glaube, dass er da gar nicht wirklich viel verstellen musste, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aufgrund seines eigenen Alters. Und das hat das Ganze viel authentischer gemacht. Das stimmt. Also, der war echt knuffig, so wie er es gespielt hat. Ja, das war ein richtig. Also ganz ehrlich, für mich, ich würde sagen, da, also am Anfang, wo er so noch so ein bisschen lottrig aussieht, wo er da bei seiner Enkelin auftaucht, da sieht er richtig ungepflegt und lottrig aus. Aber als er dann so mal das erste Geld hat und sich ein bisschen auch richtet und wieder ein bisschen Energie auch in seinen Körper kriegt, dass ja alles aufregend ist, da blüht er richtig auf, und da ist dann so ein richtig, weiß ich, so ein richtig süßer Opa. Sich erstmal eine fette Karre kauft. Ja, genau, fette Karre. Wobei ich finde, am Anfang habe ich gedacht, als er das neue Auto gekauft hat, habe ich gedacht, ist das jetzt nicht zu auffällig? Ja. Andererseits habe ich mir gedacht, würde der mit der Klapperkiste vielleicht auch mal öfter kontrolliert werden? Nee, ich weiß nicht. Also ich glaube eher, wenn du so ein riesen neues Ding hast da. Ich meine, das war ja so ein, was war das, ein Lincoln oder sowas, ne? Keine Ahnung. Boah, ich glaube, das kostet, schwarzer Truck halt. Das ist schon ganz schön aus dem oberen Regal gegriffen, glaube ich. Also das war jetzt ich fand ihn einfach charmant. Das war jetzt nicht so ein, der hatte ja vorher so ein Ford, so einen typischen amerikanischen Pickup, ne? Und danach hat er, also wenn er jetzt wenigstens quasi die neuere Version von diesem F-150, was ja quasi in den USA sowas wie der Volkswagen ist, ne? Ja, aber dann gleich so oben ins Regal zu greifen, ich weiß nicht. Ja, das war auch mein Gedanke, ob das nicht noch mehr auffallen würde, aber hat ja geklappt erstmal. Es wäre dann so, wenn jemand von uns sich irgendwie plötzlich da so ein Ferrari kauft, dann fragen auch alle, sag mal, was ist da los hier? Ja. Auch interessant. Ja. Interessantes Konzept. Ich hätte noch ein paar Fun Facts zu den Filmen zu bieten. Ja, erzähl mal. Schieß los. Wenn gewünscht. Also, da hatte doch sogar irgendjemand gesagt, ne? Bei den echt? Kommentaren letzte ja, guck mal, Woche war doch irgendwas, ne? Wir sollen ja, mehr. Hatte ich das vorgelesen oder hatte ich es nur als E-Mail bekommen? Fakten, bin mir gerade nicht sicher. Nicht, wo hat da irgendjemand geschrieben, ihn würde interessieren hier, dass wir noch so mehr so neben... Ja, so ein paar Nebensachen. So. Ja. Ich hätte nämlich noch, dass die Tochter im Film, Iris, also die Tochter von Clint Eastwood, wird gespielt von Allison Eastwood. Oh. Zum einen. Ah. Das ist seine richtige Tochter. Ah. Ja. Ach, so witzig. Das ist seine richtige Tochter. Seine Tochter im Film oder die ganz kleine?
Nein, das ist die Tochter, die Iris. Die Tochter ist wirklich die Tochter. Die echte okay. Tochter, okay. Die Tochter ist wirklich die Tochter, ja. Oh, da konnten sie sich mal richtig die kalte Schulter zeigen. Ja, kann man mal. Das war zum einen. Da dann, was ich noch rausgefunden habe, ist, es ist basiert wirklich nur auf diesem Artikel. Also die Hauptfigur in echt heißt Leo Sharp. Wurde für den Film umgetauscht in Earl Stone. Es gibt auch eine ganz coole Seite, wo man sehen kann, wie die Schauspieler gewählt wurden, also wie das Gesicht auf der Leinwand aussieht und wie es in echt, wie die echten Menschen aussehen und was da dahinter ist. Und ja, es ist nicht alles ist eins zu eins übernommen. Also das mit den Pflanzen, mit dem Blumenmann, das ist richtig. Allerdings, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, spielt das ursprünglich in Detroit und nicht in Chicago. Also das haben sie schon geändert. Die Geschichte mit der Frau oder der Familie ist auch so ein bisschen noch klein gemacht worden. Was allerdings stimmt, ist, dass er tatsächlich dieses Geld, was er eingenommen hat, so eingesetzt hat für sein Umfeld. Also schon so ein bisschen dieses Robin Hood-Feeling auch gebracht hat. Und es sind wirklich 1,25 Millionen Dollar durch den Kokainschmuggel ist das die Kohle, die er nach Michigan gebracht hat. Wow. Das ist schon, das ist schon eine ganze Hausnummer. Und ja, und wie gesagt, es gibt es gibt sogar Bilder von der Festnahme damals. Also das ist schon cool. Und der Truck scheint auch so gleich zu sein mit seinem Spitznamen Tata. Da habe ich auch gerade noch was gelesen. Wo haben zuletzt Lawrence Fishburne und Michael Pena in einem Film mitgespielt? Ah, das war irgendwas Lustiges. War mal im Kino. Ant-Man and the Wasp. Ja, weil Michael Pena spielt normalerweise immer lustige Sachen. Nein. Ja, aber ganz oft. Da möchte ich jetzt gleich. Nein. Nee, da war Veto doch diesem, oder was? Wie hieß der eine Film aber, da mit. Da möchte ich aber ein gewaltiges Veto mit Jake einlegen. Gyllenhaal, also, war das Michael nicht auch der Pena, eine Film da? Spielt mit, also nicht nur Ant-Man, klar. Ja, aber ich erinnere mich immer noch an lustige Rollen. Von ihm. Nee. Verdammt, wie hieß der Marsianer spielt da mit? Stimmt. So. Aber da hat er auch, da war auch eher Augenzwinkern, fand ja. ich. Ja, aber trotzdem, also der war jetzt nicht so mega lustig, aber nur mal so. Und Gangster Squad. Ja, aber er hat immer diesen leichten, witzig Charakter. Also so der so mal ein bisschen den Dummspruch bringt und so. Der ist ganz immer ein bisschen auflockert. Da habe ich ihn auch nicht witzig in Erinnerung. Also, wo? World Trade Center. Ja, gut. Okay. Ja. Bin ja schon ruhig. L.A. Crash. Nein, also wie gesagt, er kann das, aber er kann auch anders. Und ich mag ihn eigentlich als Schauspieler. Ich finde es super. Vor allem mag ich ihn, wenn er anfängt zu erzählen. Pass auf, dann haben wir das und das und das. Und dann war das so. Und dann habe ich gedacht, oh, mein Bruder, was willst du hier tun? Und da habe ich gesagt, was möchtest du hier tun? Und da hat er gesagt, ja, das kannst du so tun. Aber das war jetzt hier im Englischen eher nicht so, ne? Nee, da haben wir nicht so viel reden dürfen. Aber Ant-Man halt, ne? Das war witzig. Bei Ant-Man war echt witzig. Naja, also die Punkte haben wir jetzt schon gegeben. Ja. Für den Film. Ja. Und dann denke ich mal, also ich kann durchaus eine Empfehlung aussprechen. Ein schöner, sehenswerter Film. Ich denke mal, da wird vielleicht auch noch die eine oder andere Oscar-Nominierung dabei sein für den Film. Ich wüsste jetzt nicht, also ich glaube, ich weiß nicht, für einen Hauptdarsteller weiß ich jetzt nicht, weil dafür, wie es The Cage schon gesagt hat, er muss sich ja eigentlich nicht dafür verstellen, für die Rolle. Es ist jetzt nicht so eine riesen schauspielerische Leistung, hey, ich bin ein fast 90-jähriger Rentner, ich spiele einen fast 90-jährigen Rentner, sondern ich glaube dann eher vielleicht für die Bradley Cooper-Rolle so als bester Nebendarsteller. Ja, was ich glaube, da noch sagen würde, also die ganzen Nebendarsteller, also Andy Garcia, Lawrence Fishburne, Bradley Cooper und Michael Pena, super, also wirklich ja. Super ausgewählt. Und war ein cooler Film. Sehr, sehr viel Charme drin, sehr charmant. Schöne Geschichte, die ja wirklich auf wahren Begebenheiten beruht und deswegen kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Also ich verfolge ja immer noch meine Theorie, dass wenn bestimmte Personen als Nebendarsteller im Film auftauchen, dann ist der Film per se erstmal, hat er schon mal eine gewisse Qualität. Und da ist Andy Garcia auch einer von denen. Wobei ich sagen muss, ich habe diesen Mamma Mia-Film noch nicht gesehen. Da soll er nämlich auch dabei sein. Und es könnte sein, dass es vielleicht da nicht meins ist oder so. Tja, ja. Mal sehen, vielleicht führt es meine, ja. Oder vielleicht ist es die berühmte Ausnahme von der Regel. Übrigens, Leonard Sharp, der richtige,
der richtige Fahrer, der richtige Tata, wurde erwischt mit Kokain im Wert von 3 Millionen Dollar. Mit einer Ladung Kokain im Wert von 3 Millionen Dollar und wurde dann verurteilt zu 3 Jahren Haft, weil die Demenz einen milderten Umstand anführt. Aha. Ah, 3 Millionen Dollar. Man stelle sich vor, das Drogenkartell schickt einen dementen Mann. Oh, wo wollte ich eigentlich hin? Oh, hier ist Florida. 3 Millionen, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt mit den Preisen nicht so aus, aber ist das nicht immer so, dass schon wenige Gramm irgendwie so irgendwie 100 Dollar oder ein paar hundert Dollar kosten? Na, jetzt überlegst du mal ganz kurz, wenn er insgesamt 1,25 Millionen eingeschmuggelt hat und dann hochgenommen wurde mit 3 Milliarden vielleicht, oder? Wenn er 1,2 Millionen, vielleicht Milliarden, oder? Vielleicht auch wieder ein Übersetzungsfehler, keine Ahnung. Ah, weil das wäre sonst, also 1 Million ist ja jetzt auch, wenn man das sonst so hört. 1,25 Millionen. Von den Drogenfunden, die sie sonst manchmal so haben. Hm. 1,25 Millionen. Naja, wer weiß. Also vielleicht kennt sich da jemand genau aus in dem Preisgefüge von. Wir verpetzen auch niemanden. Von gewissen Drogen. Schreibt einfach mal. Lasst einen Kommi da. Genau. Dann schauen wir doch mal, was eventuell morgen in der Sneak Preview kommen könnte. Wie lautet aber, denn da? Entschuldigung, Erik, wenn ich dich da jetzt ganz kurz unterbreche. Aber es gab am Montag ja noch einen zweiten Film in der Sneak. Ah. Ach du Schande, stimmt ja. Ja, das war nämlich... Kannst du was drüber sagen? Womit haben wir das verdient? Hm. Womit haben wir das verdient? Wenn ich es richtig weiß, ist das ein österreichischer Film? Ich lehne mich etwas aus dem Fenster. War ein österreichischer Film. Und der hat tatsächlich wohl Applaus auch im oberen Saal bekommen. Also das habe ich mir von den Kinomitarbeitern sagen lassen. Soll ich mal die Story vorlesen? Ja, lese mal kurz die Story. Wanda ist geschockt. Eines Tages steht ihre pubertierende Tochter Nina unerwartet vor ihr und verkündet, dass sie Muslima werden möchte und ab sofort halal lebt und ein Kopftuch tragen wird. Zwar ist Wanda liberal und weltoffen, doch mit so einer Thematik hat sie sich bislang höchstens theoretisch auseinandergesetzt. Jetzt versucht sie, möglichst viele Informationen über den Islam zusammenzutragen, um ihre Tochter in ihrer Entscheidung zu unterstützen, setzt aber gleichzeitig alles daran, Nina, die sich von nun an Fatima nennt, wieder zur Vernunft zu bringen. Unerwartete Unterstützung erhält sie dabei von Hanife, der Mutter von Ninas Freundin Mariam. Hanife kämpft für die Rechte der Frauen im Islam und befürchtet, Ninas radikale Religionswechsel habe einen schlechten Einfluss auf ihre Tochter. Zwar ist Hanife selber Muslima, doch treibt es Nina mit dem Islam so weit, dass Hanife Bedenken hat und Wanda auffordert, ihre Tochter zur Vernunft zu bringen. Ja. 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 Nun. Also wie gesagt, kam wohl teilweise ganz gut an. Die Wertungen. Oh, Simon Schwarzes spielt mir da. Den kennen wir ja aus diesem ganzen Winterkartoffelknödel und Couchkartoffelsalat oder nee, das war der andere Film. Aber diesen ganzen Eberhofer Krimis da. Der ist immer total cool. Und diese österreichischen, da hatten wir auch schon diverse. Ja, gut. Hat jetzt zumindest keiner in unserer Gruppe geschrieben, so nach dem Motto, ja, womit haben wir diesen Film verdient, oder? Nee, ich wollte gerade sagen, die Wertung reicht von 2 bis 10. Also. Wobei da manche auch, wie es mir auch ging, weil der nämlich oben angepinnt war. Und ich habe nur gelesen Umfrage und habe da meine Wertung eingegeben für. Aber man kann das wieder löschen, indem man einfach nochmal auf die Wertung klickt. Dann ist sie wieder weg. Habe ich festgestellt. Ja, super. So geht's halt, wenn man beides reicht, aber hochgepinnt war gar nichts. Ja, aber es war zuletzt, glaube ich, erstellt, deswegen war es ganz oben. Ja, weil zuerst A, dann B. Ne? So ist das. Aber was weiß ich denn schon? Kommen wir jetzt mal zu den getippten Filmen kommen, zu dem Hinweis für die nächste Woche, der sehr umfangreich ist. Ja, der ist, was habe ich schon gelesen, entweder ist der beste falsche Fährte aller Zeiten oder viel zu einfach. Tipp für die nächste Sneak, das wäre dann die 984 der Metropol Sneak, also der Innenstadtkino Stuttgart, ist einfach und schlicht einfach und ergreifend nur 221b. Und das ist viel zu einfach. Ich habe diesen Tipp gelesen und ich wusste es sofort. Das ist einfach. Und wir haben es auch beide rausgefunden, Erik. Du hast es nämlich schneller getippt als ich, dann als der Tipp online war. Du hast geschrieben Holmes and Watson und ich habe den passenden Trailer noch drunter verlinkt. Das ist nämlich der neue Film mit Will Ferrell.
Ja. Der Sherlock Holmes spielt. Und John C. Reilly. Und John C. Reilly. Das hätte ich schon. Ich wusste nicht, dass es den Film gibt, aber wo ich das gelesen habe, dass es das gibt, da habe ich gedacht, okay, da wäre ich auch so ins Kino gegangen, glaube ich. Also grundsätzlich ist der ziemlich nice besetzt. Der Erzfeind Moriarty wird gespielt von Ralph Fiennes, was ich ziemlich witzig finde. Der Bruder von Sherlock Mycroft wird gespielt von Hugh Laurie. aber die Bewertungen, die ich so online finde, sind grausam, ehrlich gesagt. Also gibt jemand von 5 Sternen nur einen und solche Späße. Und die Pressekritiken sind auch nicht so der Wahnsinn. Die Witze dieser Parodie von anderen Holmes-Adaptionen zu finden, wirst du eine Lupe brauchen. Ganz genau. Und solche Geschichte. Ja. Jetzt warte es nochmal. Vielleicht, wir wissen ja gar nicht, ob er kommt. Aber wenn er kommt, dann... Mit so lustigen Stars gibt es zwar zwangsläufig einige heitere Momente, in Klammern mehrere davon haben etwas mit einer Zwiebel zu tun. Oh, Vorsicht, Spoiler. Aber der Film bleibt deutlich hinter vorherigen Produktionen zurück. Naja, mal gucken. Aber hey, John C. Reilly und Will Ferrell, die haben so ihren eigenen Humor. Das muss man, glaube ich, mögen da. Ja, die haben aber auch schon echt coole Filme gemacht. Also ich habe da echt lustige Filme in Erinnerung. Ricky Bobby zum Beispiel. König der Rennfahrer. ganz hervorragend. Was ich immer noch cool finde, ist Dodgeball. Ey, da könnte ich kaputt lachen. Ich habe den letztens wieder gesehen. und was war der Stiefbrüder, oder wie hieß der? Ja, den fand ich ganz so, aber der war trotzdem irgendwie. Ja, der war nicht ganz so. Der lief auch in der Sneak damals. Aber wir haben noch wochenlang davon gelebt, weil die haben ja alles gepimmelt. Ich habe dein Schlagzeug gepimmelt. Das hast du nicht gemacht! In der Weihnachtszeit auch sehr schön, der Film Elf. Ja. Elf, oh ja. Ja, deswegen, also wie gesagt, es ist ein ganz eigener Humor, den muss man, glaube ich, mögen. Und ich bin da leider für Will Ferrell echt empfänglich. Das muss ich ganz ehrlich auch sagen, weil ich finde, das, was er macht, das sind schon coole Sachen dabei. Ganz ehrlich, weil er bleibt sich einfach treu. Er ist einfach so herrlich. Anchorman zum Beispiel ist auch so. Legend of Ron Oder auch Burgundy. Hier die Eisprinzen und solche Sachen. Oh ja, die Eisprinzen, ja. Da war doch noch John Hader mit dabei. Ne? Genau. Also deswegen, ich sage ja, das sind so Sachen. Man muss es vielleicht mögen, vielleicht kann man es nicht mögen. Ich finde es cool. Ich mag Will Ferrell, weil. Ja, also wenn das kommt, das wird gut. Der ist einfach, weil der einfach so völlig daneben ist. Was auch immer schön ist, es gibt ja diese MTV Movie Awards und die habe ich eigentlich auch immer sehr, oder gucke ich eigentlich immer sehr gerne. Mittlerweile gibt es ja MTV wieder im Free TV, da kann man das auch ganz gut gucken. Und da ist halt das Schöne, dass es ja ein reiner Publikumspreis ist. Also da geht es ja wirklich nur, da gibt es keine Jury oder irgendwelchen Kokolores da, die irgendwie hier so lauter alte Männer, die irgendwie abstimmen, sondern das sind ja wirklich ganz normales Publikum. Du kannst auf der Webseite voten und da gewinnt ein guter Regelmäßigkeit Will Ferrell mit seinen Sachen oder irgendwas. Da so Best Comedy oder irgendwas. Das ist immer ganz gut. Also er kommt beim Publikum auch gut an. Jo, dann hoffen wir, gab's nur den Tipp oder gab's noch was anderes? Ich hab's gar nicht im Blick. Nee, es gab nur den Tipp. Reicht ja auch. Ja. Ja. Vielleicht kommt er ja. Oder das ist der Name von irgendeinem Hotelzimmer oder irgendwas oder von irgendeinem Raumschiff. Kann ich mir nicht vorstellen. Also 221b hat halt diesen klassischen Sherlock Holmes Touch. Also Baker Street 221b. Das ist in sämtlichen Adaptionen die Hausnummer oder die Apartmentnummer, in sämtlichen Serienvarianten, die irgendwas mit Sherlock Holmes zu tun haben. Auch bei Dr. House. Dr. House wohnt auch im Apartment 221b, ja, weil er auch so ein bisschen Sherlock affiniert ist. Also gibt es auch andere Produktionen, die die Zahl nutzen. Deswegen kann es ja auch sein, dass irgendwie ein Raumschiff so heißt oder so. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass also bei Dr. House ist es wirklich so, weil der Sherlock affin ist. Ja, das ist einfach so ein Fun Fact, ja, dass der halt in diesem auch wohnt, in dieser Apartment-Nummer. Aber das sind also Sachen, die aber immer auf Sherlock Holmes hinauslaufen. Jede Anspielung läuft immer auf Sherlock Holmes hinweg. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf irgendwas anderes hinausläuft als auf diesen Film. Glaube ich nicht. Ja, lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. No. Sowieso, ist ja eine Überraschungspremiere sozusagen. Und bewegen uns mal in die Richtung Heimkino. Heimkino.
Deiner ist aktueller, glaube ich. Dann fang du mal mit deiner Netflix-Produktion an. Ja, Netflix hat einen Sci-Fi-Film auf den Markt geschmissen. Der nennt sich IO, also IO, aber übersetzt IO. IO ist eine Raumstation, um das von mal vorneweg schon mal zu sagen. Und zwar geht es um Folgendes. Die Welt ist mal wieder klimakatastrophisch komplett ruiniert. Die Menschen haben sich auf sogenannte Exodus-Schiffe begeben und haben die Erde verlassen. Und sind auf dem Weg Richtung Jupiter, denn einer der Monde bei Jupiter ist ähnlich wie die Erde und da wollen sie sich neu ansiedeln und sind da eben auf dem, da wurde eine Raumstation gebaut, die IO heißt, wo halt die bis dahin leben, bis wir diesen neuen Planeten besiedeln können. Und ein paar wenige, also wirklich ganz, ganz wenige Menschen sind auf der Erde zurückgeblieben, um weiter zu forschen, vielleicht doch noch eine Heilung für die Änderung der Atmosphäre zu finden, denn es ist so, dass teilweise in den Städten, also alles, was relativ tief gelegen ist, das Atmen nicht mehr möglich ist. Also die Luft ist toxisch geworden. Ist wie in Stuttgart auch, drin, ne? Ja, genau, da. Der Kessel ist halt nicht mehr bewohnbar. Und genau. Nur in vereinzelten hochgelegenen Gebieten, also oben auf Bergkuppen. Glück, dass wir hier im Speckgürtel wohnen. Ja, kann man noch leben, sofern nicht gerade ein Sturm kommt, der alles durcheinander wirbelt. Ne? So. Und dort lebt Sam, gespielt von Margaret Qualley heißt es, glaube ich. Sie ist junge Wissenschaftlerin und hat dort bis vor kurzem noch mit ihrem Vater gemeinsam gelebt, der auch Forscher war und diese ganze Exodus-Raumprogramm da ins Leben gerufen hat. Also er war mit bei diesem Forschungsteam dabei. Lebte sie dort mit ihm zusammen, bis dann eines Tages plötzlich ein Heißluftballon ankommt. Und in diesem Heißluftballon kommt ein Überlebender an namens Micah, gespielt von Anthony Mackie, den wir zuletzt im Marvel-Film hatten, hier Avengers. So, der kommt da an und ist auf der Suche nach dem Professor, weil er ihm ein paar Fragen stellen will. So sagt er das Ganze am Anfang. Und die beiden müssen erstmal kurz miteinander auskommen, weil Professor ist nicht da. Und sie versucht so ein bisschen rauszufinden, welche Hintergründe er hat. Er kann sie auch nicht ganz einschätzen, ist aber davon beeindruckt, wie sie dort lebt. Sie hat sich da quasi ein eigenes Gewächshaus gebaut, macht eben Forschung an so einem Bienenvolk, was sie noch hat. Und ja, geht auch manchmal so in die Städte rein, also mit so Atemmasken und allem Möglichen, um eben da ihre Ersatzteile und Elektroteile zu finden. Eine eigene Station, wie sie Strom erzeugt und Wasser filtert und so. Looten nennt sich das. Looten nennt sich das. Genau, richtig. Die geht dann eine Runde looten. Es kommt dann nach und nach raus, wie es dazu gekommen ist, dass die Erde so geworden ist und warum sie noch da ist. Sind wir jetzt schon im Bereich Spoiler oder ist das noch? Nö, das geht noch. Also das ist alles, was im Trailer auch vorkommt. Ne? Also ich verrate mit Sicherheit kein Ende. Ja, und ich sage auch nicht, was seine Hintergründe und ihre Hintergründe sind und wo der Professor steckt. Das verrate ich alles nicht. Wichtig ist nur zu sagen, dass der Film grundsätzlich ziemlich gut wäre, wenn er nicht so langsam wäre. Der hat keinen Höhepunkt, der Film. Der plätschert so vor sich hin. Gefühlt bewegen die sich ganz furchtbar langsam. Also grundsätzlich, wenn die ihre Atemmasken aufhaben, sowieso, damit sie nicht so viel Sauerstoff brauchen. Aber auch wenn die eben in ihrem Sauerstoffgebiet sind, wo sie noch atmen können, wo die Luft noch rein ist, es ist alles sehr langsam. Es sind sehr tiefgründige und wahrscheinlich monumental wichtige Dialoge. Es ist sehr langsam. Also der Film kommt ganz langsam nur voran. Die Story ist super, ja. Die Besetzung, ja, ich finde jetzt nicht, dass Sam und Micah gut miteinander harmonieren. Ich finde, das passt jetzt nicht so gut zusammen.
Auch die Entwicklung von Sam finde ich ein bisschen schade, weil am Anfang ist sie so ein toughes Mädchen, ja, was sich da so durchschlägt und hier irgendwelches Zeug aus der Gefahrzone holt und so und hier Forschungen antreibt und irgendwelche Logbücher schreibt und so. Also so ein bisschen tough und dann taucht er auf und sie wird so zu einem typischen Mädchen. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, also wie gesagt, wenn der Film ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen würde und ein bisschen weniger dramaturgisch wäre, würde ich ihn wahrscheinlich besser finden. Und das Ende hat mir auch nicht so gefallen. Also das war ein bisschen offen. Also ich bin mir nicht sicher, ist das, was ich jetzt am Ende gesehen habe, ist das wirklich so oder ist es nur eine Fantasievorstellung oder ist es nicht? Also das ist alles so ein bisschen unklar. Das war mir jetzt schon wieder fast zu viel. Aber ich mag ein unklares Ende nicht. Oh, Entschuldigung. Ich kann auch sagen, dass das Ende unklar ist. Also ich fand es nicht klar. Guck ihn dir an, wenn du sagst, das ist ganz klar. Nee, ich gucke nicht an, weil das ist in meiner Filterblase, da haben die Leute, also das ist ja mal bei Netflix so, viel mehr noch, finde ich, als bei Kinofilmen. Wenn bei Netflix ein Film rauskommt, ist ja irgendwie gefühlt für alle zum gleichen Zeitpunkt verfügbar, während Kinofilme, da gibt es hier mal eine Preview, da mal eine Preview, dann gibt es teilweise unterschiedliche Starttermine in den USA und Deutschland, da ist manchmal die Welle nicht ganz so extrem, aber hier irgendwie gefühlt haben das alle geguckt und die haben alle geschrieben, stinke, langweilig und so. Also ich glaube, wenn der Film ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen würde, wenn irgendwie noch ein bisschen Action mit reinkommen würde, dass irgendwie noch eine andere Gefahr da ist oder irgendwas, dann wäre der Film wirklich, glaube ich, gut geworden. Aber ich fand ihn wirklich auch langweilig. Also, weil er einfach so nicht in Fahrt kommt. Also die Story ist cool, die Leute sind cool, das Setting ist cool, die ganze Idee hinter dem Film ist gut, ja, aber er kommt halt nicht in Fahrt, er tröpfelt vor sich hin und dann ist er halt irgendwann nach 90 Minuten aus. Ich versuche gerade rauszufinden, ob der, also ist der für Netflix direkt produziert oder hat sich Netflix nur die Rechte gekauft? Das ist eine Netflix-Produktion, also ganz am Anfang hieß Netflix Production. Mandalay, Distributors. Nee, ich muss dich da korrigieren. Also das stand ist von, aber am Anfang dran. Ja, die vertreiben es, ja. Okay. Aber produziert haben es andere, Sunset und Mandalay. Also wird wahrscheinlich die Produktionsfirma Probleme gehabt haben, die irgendwie an einen Verleiher zu bringen und irgendwie hat sich dann Netflix angeboten. Vielleicht haben sie dann auch selbst schon gemerkt, ist vielleicht doch nicht so. Also, wenn man jetzt zum Beispiel bei Filmstarts auf die Seite guckt, dann steht nur Genre Sci-Fi dran. Ja, wenn man auf Netflix guckt, wird noch angegeben Sci-Fi, irgendwie, was steht da? Genau, Apokalypse, anspruchsvoll. IMDb steht Adventure, Drama, Romance, Sci-Fi. Naja, Romance würde ich jetzt nicht sagen. Aber Sci-Fi-Drama, okay. Anspruchsvoll finde ich jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja, die reden sehr viel über irgendwelches wissenschaftliches Zeug, aber ich fand es jetzt nicht so, dass ich denen gegen Gesprächen nicht mehr folgen konnte. Und ja, Postapokalypse halt. Ne? Was ich hätte es tatsächlich besser gefunden, wenn der Film viel weiter früher ansetzt. Das wird quasi am Anfang so zusammengefasst, was ist passiert. Und dann geht's los. Aber ich hätte gern von dem, was ist passiert, das hätte ich gern bildlich gehabt. Ich hätte gern gesehen, wie die Luftveränderung, welche Auswirkungen das hatte. Na, also so schon eine Zusammenfassung, aber bildlich, nicht nur mit Worten. Das hätte ich schön gefunden. Aber Feinstaubplakette und so. Schwierig. Also ich find's wirklich schwierig. Das Thema ist gut. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also auch für mich zusammenzufassen, weil eigentlich ist es ein guter Film. Er ist nur furchtbar langweilig. Also es ist kein guter Film, weil wenn er langweilig ist. Ja, nein. Also er ist schon gut. Gut gemacht, ja, vielleicht. Er ist gut gemacht. Er ist gute Schauspieler. Okay, sie harmonieren nicht 100%. Gute aber Story. Da kann ja vielleicht der Lehrer auch was dazu sagen. Da kann jemand die schönste Schrift haben, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Ja, also es ist wirklich enttäuschend. In der Klassenarbeit, oder? Ja, der Inhalt zählt halt immer noch, das Problem. Form 1, ja, der Rest 5. Ja, weißt du, bei mir stand ja letztens auch eine Kollegin da und hat von einer anderen Kollegin erzählt, die von ihrem Freund verlassen wurde. Und da kam auch die Aussage, ha, weißt, der war halt nur schön. Oh. Und, ja. Ja. Ja, also. Ich mein, ein Apfel kann auch noch so schön sein, wenn er innen drin faulig oder nach Scheiße schmeckt, dann isst du ihn auch nicht. Also
Auf die inneren Werte kommt es an. Überlege ich gerade, ob umgekehrt, im umgekehrten Fall, ob Männer das sagen würden, oh, meine Freundin war total, nur schön halt, aber sonst. Ja, aber das gibt's ja, das ist ja noch so, auch, es gibt Bekannte von mir auch schon gehabt, also das ist wirklich jetzt auch ein wahrer Fall. Vorsicht hier, Freundin, musst du das ein bisschen verfremden, ne? Nicht, dass ich da jemand wieder kenne. Ist eine Ex-Freundin, gibt's nicht mehr. Die hat auch gibt's nicht mehr, die ist unter der Erde. Nein, das war weggeschnipst und dann hat sie sich in den Staub aufgelöst. Nee, das war, die hat, und das ist, deswegen musste ich damals so lachen, als es rumging, mit, ja, meine Freundin hat einen Liter Milch abgemessen, weil sie hat einen Liter Milch gebraucht, dann die Packung auf. Und ich musste da so lachen, weil das ist wirklich passiert. Also ich kenne das wirklich. Weil auch da, ja, sie ist halt hübsch. Also, aber immerhin ist sie hübsch. Also ein Liter Milch abgemessen mit einem, ja, sie braucht einen Liter Milch und hat eine Packung Milch aufgemacht. Ein Liter Packung Milch und hat es abgemessen. Also. Ja gut, heutzutage haben die ja oben so einen Drehverschluss. Ja, da weißt du nicht genau, ob da vielleicht schon mal jemand was rausgenommen hatte. Ja, genau, das, ja. Aber damals war das wahrscheinlich noch dieser, den also man merkt, ob die musste. Packung unverschlossen ist oder nicht. Allein schon beim Aufdrehen, ob es Klick macht, also da gibt es ja dieses Geräusch, ne? Ja, also oder dass halt dieses Plastikding noch dran ist, was du aufmachen musst. Bei der Kraft, die wir Männer haben, wenn wir das aufdrehen, merkt man nicht, ob da jetzt noch ein gewisser Widerstand. Aber eine Frau aufgemacht. Naja, wie auch immer. Ja. Also I.O., höre ich da bei dir raus, kommt eher eine unterdurchschnittliche Wertung raus? Ja, ehrlich gesagt, ja. Also ja. Ich gebe für die Schauspieler, für das Setting und für die Machart gebe ich 3 Punkte insgesamt. 3, naja, okay. Ansonsten, er war einfach scheiße langweilig. Naja. Er fing so gut an, ich sag noch zum Chris, nach 10 Minuten, hey, der Film fängt echt geil an. Ja? Und dann ist es einfach nur noch langweilig. Okay, dann komme ich mal zu meinem. Ich habe schon seit längerer Zeit eine Blu-ray hier liegen gehabt, die ich mal gucken wollte. Wollte ich eigentlich, ich glaube, der war bei den im Oscar-Rennen mit drin, bei diesen animierten Filmen. Habe ich aber nicht geschafft zu gucken. Nämlich Ataris Reise. Hat nichts mit dem Computer zu tun und mit der Firma. Im Original heißt der Isle of Dogs, was eigentlich ja, die Filmbeschreibung noch besser trifft, also Insel der Hunde. Denn, also zum einen muss man sagen, das ist der neue, oder ein Film, neuer Film von Wes Anderson. Ich weiß nicht, ob es der neueste ist. Ich glaube, der hat zwischenzeitlich schon wieder was anderes in Produktion. Und es ist ein Stop-Motion-Film. Das heißt, ja, so halt so Figuren, die immer so ein kleines bisschen vorwärts bewegt werden, dann ein Foto gemacht. So ähnlich wie Kubo, der tapfere Samurai, den ich ja schon mal empfohlen hatte. Oder wie Wallace and Gromit oder so von der Art her, ne? Hier geht es allerdings um Hunde und das Ganze spielt in Japan. Das ist sehr, sehr japanisch, das Ganze. Viele japanische Schriftzeichen, die aber auch alle übersetzt sind. Und wir erfahren, dass dort in Japan, also am Anfang wird so die Jetztzeit beschrieben, dass Menschen und Hunde leben halt zusammen. Also die Hunde leben halt, wie man es halt so kennt, zu Hause bei den Menschen, auf Kissen und sonst was. Und dann kommt irgendwann so eine kleine Sache in Gang, dass nämlich jemand, der eher so ein Katzenliebhaber ist, und die Hunde haben mittlerweile auch so gewisse Krankheiten, tragen die in sich, die schwer zu heilen sind oder so gut wie nicht zu heilen sind. Und dieser Politiker bringt sich da ein bisschen nach vorne, macht da so eine No-Dogs-Kampagne, wo dann auch so Werbematerial gedruckt wird und bringt die Bevölkerung ziemlich hinter sich mit seiner Meinung, dass eben die Hunde irgendwie ausgerottet werden sollten. Und das wird dann auch, also es gibt dann auch so einen Forscher, der forscht an so einem Impfstoff, der die Hunde impfen soll gegen diese Krankheiten, damit die das nicht weiter verbreiten. Und dieser eine Politiker, der da so rumpoltert immer, da sagt dann halt, ja, irgendwann werden die Krankheiten dann auf die Menschen übertragen, dann wird es alles ganz schlimm, wir sollten die Hunde vorher irgendwie ausrotten. Und fängt mit seinem eigenen Hund an, der wird auf so eine Insel verbracht, wo so eine Art Müllinsel ist, wo ganz viel Müll immer abgelagert wird. Und dann springt das ein bisschen nach vorn, die Geschichte. Wir sehen dann etliche Jahre später, da sind dann schon ganz, ganz viele Hunde auf der Insel. Die haben sich dann auch so in Gruppen organisiert und wir lernen dann so eine Gruppe von Hunden kennen. Und die werden auch alle von bekannten, also Synchronsprechern für uns gesprochen. Im Original werden sie aber halt tatsächlich auch von den Leuten gesprochen. Da ist dann zum Beispiel Edward Norton dabei,
Bob Balaban, Jeff Goldblum, Bill Murray, Bryan Cranston. Also wirklich bekannte Leute, die auch in unserer Synchronisation dieselben Synchronstimmen haben, was ich absolut genial finde. Und dann stürzt ein Flugzeug auf der Insel ab, in dem ein kleiner Junge sitzt. Und dieser kleine Junge macht denen deutlich, dass er seinen Hund sucht. Der soll wohl irgendwann auf die Insel gebracht worden sein. Und die helfen dem dann, ja, quasi den Hund irgendwie zu finden. Das Ganze ist fast wie so ein bisschen wie Adventure-mäßig gemacht. Es ist teilweise sehr absurd, sehr, sehr lustig auch an manchen Stellen, weil wenn die Hunde sich irgendwie unterhalten, dann passiert irgendwas ganz Lustiges. Aber es ist die ganze Zeit typisch Wes Anderson-mäßig so ein bisschen auch so bittersüß, aber wirklich extrem toll umgesetzt. Und der hat ja auch den Silbernen Bären bekommen für die beste Regie. Die Kameraeinstellungen bei diesem Stop-Motion-Ding sind wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also was man da teilweise wie sieht und das war wirklich eine Freude, das anzuschauen. Also der Film so rein vom Dreh her und von der Geschichte auch hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Also für Hundeliebhaber gibt es ein paar Szenen, die wirklich ein bisschen schwierig zu ertragen sind. Dann gibt es aber auch wiederum sehr, sehr tolle Szenen und deswegen, ich möchte den Film eigentlich jedem empfehlen. Ich bleibe mal ein bisschen an der Oberfläche von dem Film. Ich gehe da nicht so sehr in die Tiefe, um nicht zu viel zu verraten von dieser Geschichte, von dem Abenteuer, was sie da so nach und nach erleben, was sie da bestehen müssen und mit wem sie da alles in Kontakt kommen. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film und dieser japanische Stil, also dieser kleine Junge, der da auf die Insel kommt, der redet auch nur so japanisch und die Hunde, die verstehen wir aber. Es wird am Anfang erklärt, warum wir die verstehen. Da gibt es nämlich einen Dolmetscher, der das extra für uns macht. Das Hundebellen wird extra übersetzt und so. Und die ganze Zeit sind so augenzwinkernde Sachen drin. Ja, und dann auch viel so japanische Kultur da mit drin. Und wirklich toll. Toller Film. Wundert mich nicht, dass der mit im Oscar-Rennen war, beim besten Animationsfilm. War auch, glaube ich, bei dem besten Filmsong. Also der Filmsong, der war auch sehr, sehr ans Ohr gegangen. Schön animiert. Empfehlenswerter Film von mir. Gibt's auch auf Amazon Prime, kann man den auch ausleihen. Für, glaube ich, 4,99 hatte ich gesehen. Oder halt die Blu-ray, die kostet irgendwie nur ein paar Euro mehr, kann man kaufen. Ataris Reise heißt er im Deutschen. Klingt total süß. Bekommt von mir, warte mal, was habe ich hier gegeben, dass ich da konsistent bin bei meinen Bewertungen hier, nicht, dass ich hier. Ich habe 7 Punkte gegeben. Ja. Obwohl eigentlich, ja, könnte 7,5 geben. Ich gebe mal 7,5. Genau. Genauso viel wie dem Clint Eastwood-Film. Genau, ich werte hier nochmal ein bisschen auf bei Moviepilot, wo auch der Film durchgehend sehr, sehr gute Wertung bekommen hat. Hier schreibt zum Beispiel jemand, Ataris Reise ist süß, putzig, erfrischend, berührend und lustig. Alles in einer State-of-the-Art Animation. Schöne und angenehme 100 Minuten. Ja. Cooles Ding. Empfehlenswert. Vielleicht läuft er ja bald auf Sky irgendwann. Ich glaube, wir sind da relativ nah dran. Wenn es den schon auf Blu-ray gibt, da ist es meistens nicht mehr lange hin. Habt ihr schon mal was von dem Film gehört? Oder? Nee. Irgendwas? Nee. Gar nicht. Ich habe mein Bild gesehen, aber. Ja. Ja, dann merkt den mal vor, dann, wenn der irgendwie kommt. Wir können aber mal einen Blick werfen, was sonst so im Kino so anläuft, nämlich mit Trailern, was es so an Kino-News gibt. Sneak Preview. Ich hatte einen Trailer auf jeden Fall hier gleich sofort ins Dokument reingeworfen, als der nämlich neu erschienen ist. Das ist nämlich der neue John Wick. Und bevor ich jetzt was sage, wie fandet ihr den Trailer? Ich muss vorneweg schlagen, ich habe den zweiten Teil nicht gesehen. Mir fehlt, glaube ich, irgendwas. Da ich fand fehlt den dir nichts. Seltsam. Da fehlt dir, glaube ich, nichts, wenn du den zweiten Teil gesehen hast. Ich fand den Trailer seltsam. Und warum ein Pferd, ist meine Frage. Ja, endlich meine Verfolgungsjagd auf dem Pferd. Ey, herrlich. Ich habe, warte mal, den zweiten? Irgendwo habe ich, also ich habe den zweiten ja gesehen gehabt. Chris, hast du den gesehen, wenn du Kate nicht gesehen hast? Nee, ich habe den zweiten auch nicht gesehen, der ging an mir vorbei. Also, okay, dann fasse ich mal kurz den zweiten zusammen. Vorsicht, wer jetzt den zweiten noch nicht gesehen hat, ich spoilere jetzt nicht, aber ich
ja, erzähl ein bisschen was zu. Also John Wick überlebt, richtig? Im zweiten geht es darum, dass es da gibt es irgend so eine Münze. Und die Münze ist quasi so, wenn jemand sein Leben irgendwie gerettet hat oder irgendwie, wenn ich es richtig zusammenbringe, und dann ist quasi so eine Schuld, die jederzeit eingefordert werden kann. Und wenn jemand mit dieser Münze auf dich zukommt, dann musst du das auch machen, egal was da jetzt gerade, ob du da jetzt gerade was anderes oder wie deine familiäre Situation ist. Und das trifft wohl auf ihn zu und er muss dann seine Schuld irgendwie begleichen und irgendwie ist das alles ganz. Also ich fand den zweiten Teil nicht gut. Den ersten habe ich ja total abgefeiert. So von der Art her war der irgendwie echt geil gemacht. Und im zweiten war auch dieses Hotel nur noch so Staffage und irgendwie war alles so ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Und den dritten, also das, was ich jetzt hier als Trailer gesehen habe, oh, fand ich überragend. Also auch vom Film her, vom filmischen her, was ich hier für Szenen gesehen habe, wie manche Sachen gedreht worden sind. Gerade so die allererste Szene im Trailer, wo du die Stadt so von oben siehst, wie die so pulsiert und bewegt und ja, wie das so Neon und dann drinnen, auch das mit dem Pferd natürlich und ach, und die Schauspieler wieder und ach, ich bin da schon, also das, allein der Trailer von dem dritten Teil ist ja schon mal besser als der ganze zweite Teil. Also da ging mir im Trailer schon das Herz auf. Wie er dann auch, okay, als seine Knarre leer ist, die Knarre wirft, also ist fast wie bei der Bundeswehr, wo wir damals irgendwie versucht haben mit dieser Pistole, die völlig daneben geschossen hat. Da gab es dann auch diesen Spruch, so nach dem Motto, irgendwie neun Schüsse auf die Scheibe und dann ein gezielter Wurf. weil du mit der geworfenen Pistole besser treffen konntest, wie mit der Pistole selbst. Ne? Hm. Okay. Ja, aber ey, das ist einfach, ich lasse ihn bei mir gerade laufen hier ohne Ton, ey. Herrlich. Ich muss den sehen. Cooles Ding. Ich merke, ihr seid nicht ganz so euphorisch wie ich. Nein, also das hat damit nichts zu tun. Das war, wie gesagt, ich fand ihn schon relativ spannend. Also es sah schon interessant aus, auch das mit dem Pferd und so. Und wie du sagst, die erste Szene mit der pulsierenden Stadt, das fand ich auch sehr cool. Deswegen, also mag mal gucken. Ja, wer Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten. Genau. Parabellum. Deswegen heißt er auch so, Parabellum. Ja, den zweiten gibt es auch bestimmt auch irgendwo jetzt demnächst, schätze ich mal, auf Sky oder irgendwo zum Angucken. Könnt ihr mal in einem verregnenden, oder es soll ja eine Kältewelle kommen hier in Deutschland. Wenn er da zu Hause euch einmummelt, dann könnt ihr den ja mal laufen lassen. Ich glaube, dafür taugt es noch. Vielleicht seht ihr das ja auch anders da, aber ich fand es irgendwie komisch da, diese. Ja, vor allem im zweiten Teil wirkt er auch nicht so, im ersten Teil war das ja dann noch so, er hat ja die ganze Zeit so richtig durchgehend gefährlich gewirkt, ja. Also egal, was ihm passiert ist, du hast ihm immer abgekauft, okay, der kann sich da jetzt irgendwie draus befreien oder irgendwas, ne. Im zweiten Teil wird dann so sein Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt, dann gibt es dann wieder andere und naja, war da irgendwas mit Italien, sind sie irgendwie in Italien, hm. Naja, und wer hat von euch hier Spider-Man reingeschmissen? Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Spider-Man? Fragezeichen. Ja, ich habe das reingeschrieben mit der Frage, ob wir über den Spider-Man-Trailer. Ach so, hatten wir den noch nicht besprochen? Nein, den neuen Spider-Man-Trailer, nein. Ah, ich hatte ihn bloß in die Gruppe Far reingeworfen. Far From Home. Ja. Spider-Man Bitte reden Far wir from drüber. Home. Rede. Weil da ging mir einer ab. Also, ja. Also ganz ehrlich. Wobei ich im ersten Moment habe ich so gedacht, okay, Marvel haut jetzt den Spider-Man-Trailer raus. Thanos denkt sich wahrscheinlich auch gerade, ey, bin ich ein Witz für euch oder was? weil das ist ja der Mega-Spoiler, weil wir wissen ja eigentlich, ist Spider-Man ja auch eingegangen. Ja, aber spielt es nicht davor? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Spielt Far From Home nicht vor? Dem Ganzen. Andererseits hat er da den neuen Anzug. Far From Home spielt nach dem Ganzen. Ja, weil er da den neuen Anzug hat. Sicher. Den er da ja erst. Oder? Sicher? Dann wäre es mal arger Spoiler. Also mich braucht ihr nicht fragen. Also Chris, recherchier mal. Vielleicht gibt es im Internet. Aber ich bin der Meinung, dass es der erste Film nach der Phase 3, also dieser Marvel Phase 3 sein wird. Und die dritte Phase endet ja jetzt nach dem Endgame. Genau. Also meiner Meinung nach. Ich lasse mich da gerne was Besseres belehren. Übrigens, der Film startet, der neue Spider-Man, am 4. Juli, also an meinem Geburtstag.
Darauf freue ich mich jetzt schon. Und wann kommt Endgame? Endgame kommt im April oder Mai. Ja, auf jeden Fall, wir sehen so vieles in dem Film. So viele tolle Sachen. Ja. Ah, ich habe da richtig Bock drauf. Also, es spielt in London, das kann man ja schon sagen. Ohne zu spoilern, das sieht man ja. Nicht nur in London, glaube ich. Ja. Doch, hauptsächlich in London. Ja, aber war das eine nicht Venedig? Nein, das ist alles. Die fahren doch da auf so einem Boot zwischen den Häusern rum. Ist das nicht Venedig? Ja, kennst du die Themse in London? Nee, nein. Das sah richtig aus wie die hochgebockten Häuser und so, wie in Venedig. Also, ich lege mich jetzt mal fest, dass es hauptsächlich in London spielen wird. Nick Fury ist dabei. Und dann natürlich die Gegenspieler und der Hauptbösewicht oder nicht, oder wie oder was? Mysterio mit Jake Gyllenhaal. Da bin ich gespannt, aus, ja. Hey. Da bin ich gespannt. Also da habe ich richtig Bock drauf. Das sieht verdammt gut aus. Also der Trailer sah wirklich schon verdammt gut aus, deswegen. Ich habe mich hier gerade so ein bisschen ich habe gerade gegoogelt nach Spider-Man Far From Home. Timeline, MCU, habe ich mich jetzt hier gerade ein bisschen verloren in diversen Theorien da und so, dass da irgendwie das irgendwie rückgängig gemacht wird. Deswegen hat er auch noch diesen ganz alten Stark-Spider-Anzug und so weiter. Ja, wer weiß. Also es soll auf jeden Fall gemäß dem Regisseur Kevin Feige nach dem Endgame gesetzt sein. Sag ich doch. Ja. Ja, aber dann ist ja eigentlich schon, also das nenne ich dann jetzt ein Spoiler. Ist ja nicht gesagt. Kann ja irgendwie eine alternative Timeline sein oder ein Rückblende. Übrigens noch ganz kurz hier auch noch ein netter Fun-Fact. Am 15. Januar wurde der erste Trailer, der mit 130 Millionen plattformübergreifenden Aufrufen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Studiorekord für Sony aufstellte, zusammen mit dem offiziellen Poster vorgestellt. Bam! Nice. Ja, cool. Also ich glaube, das ist mal ein Kinotermin wieder. Ah doch, weitere Aufnahmen in Venedig. Ich nehme alles zurück. Sag ich doch. Ja, Ihr glaubt mir nie was, wenn ich sowas sage. Ich hab dir geglaubt, aber... Venedig, hey, die Quatsch, Quark. Ich hab dir geglaubt. Ich hab dir geglaubt, aber ich hab gerade so viele Theorien gelesen. Da war eine interessanter als die andere. Ich musste die auch irgendwie ein bisschen bewerten. Also ich lasse jetzt hier auch nochmal den Trailer gerade nebenher ohne Ton laufen. Und ich finde den ohne Ton schon extrem geil. Ist cool, wie er da seinen Koffer aufmacht. Da liegt das Ding da drin. Vor allem, es gibt ja noch einen zweiten Trailer. Ich habe ja inzwischen zwei Trailer gesehen, also einen so ein bisschen extended auch, weil er will ja eigentlich seinen Anzug wohl zu Hause lassen und Tante May packt ihn dann ein, was ich auch geil finde. Also Tante May natürlich hier wieder gespielt von Marissa Tomei, ist halt auch eine geile Besetzung. Ja. MJ gespielt von Zendaya, die ich ja wirklich sehr mag, zuletzt auch dank The Greatest Showman. Oder The Greatest Show heißt, ne? Und keine Ahnung, wie der heißt. Greatest Showman. Ja, also voll geil. Wirklich voll gut. Das wird gut, ja. Schätze ich auch. Hier steht auch nochmal in der Chronologie Vorgänger Avengers Endgame. Boah. Ich hatte hier das, noch. Nein, das war's, finde ich nicht gut. Ich hatte noch gelesen, dass. Dadurch, dass jetzt der Trailer so einen Buzz ausgelöst hat, so Spider-Man, und dann warten ja auch alle auf den Endgame, da hat jetzt irgendjemand geschrieben, oh, den einzigen Grund jetzt Captain Marvel zu gucken, ist nur zu sehen, wie da sein Auge verliert, der Nick Fury. Ach, Captain Marvel habe ich schon Bock drauf. Endlich mal ein Solo-Superheldinnen-Film, abgesehen jetzt von... Das fand ich nur so einen coolen Kommentar, da ist mir eingefallen, ach ja, stimmt, der kommt ja als nächstes vor, redet irgendwie gar keiner mehr drüber irgendwie. Aber was mir jetzt gerade noch auffällt, während ich das angucke, es tut mir leid, aber Jack Gyllenhaal sieht in dem Outfit genauso aus wie damals bei diesem Film in der Wüste, wo er diesen Prince of Persia mit dieser Rüstung, die er Prince da anhat, der sieht genauso aus wie bei Prince of Persia. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also, weiß ich nicht. Naja. Aber mit Mysterio würde ich mich nicht anlegen. Nee, ich mich auch nicht. 4. Juli. Ich glaube, ich muss hier langsam mal in meinen Kalender die ganzen
wichtigen Termine so eintragen hier, so Kinostarts und so weiter. Eigentlich ist es ja echt traurig, dass Marvel so einen Effekt auf uns alle hat, oder? Dass wir solche Filme so hypen und dann uns in diese Welten so verlieren. Ich weiß nicht. Ich gehe ja nicht alles da im Kino. Wir sind halt voll die Marketingopfer. Nee, das nicht. Ich gucke ja auch nicht alles so, was da, das, was mich halt... Ich habe hier tatsächlich noch so einen kleinen Fun-Fact. Oh ja, erzähl. Das bin ich jetzt drüber gestolpert hier. Der Pass, den Peter Parker vorlegt, der enthält keine Jahreszahlen. Ah. Ja gut, da haben sie wahrscheinlich der Post-Production irgendwie ein bisschen... Nee, der wurde wohl entfernt. Mhm. Und das fällt nicht auf, da beim Vorlegen. Mein Gott. Ich habe übrigens noch einen anderen Teaser, den ich auch noch vielleicht gern besprochen hätte, der jetzt auch hier drin nicht drin steht. Was denn? Ich schreibe es gerade ins Dokument rein. Kannst es auch nennen. Wir sind hier ein Audioformat. Stimmt, ja. Ah, ja. Und ich möchte gar nicht viel sagen. Ich möchte bloß eine Frage stellen, Erik. Ich habe ihn gesehen, falls das die Frage ist. Who you gonna call? Ja, sag ich. Ist ja quasi der, hier, Ivan Reitman hat ja die originalen Ghostbusters produziert oder gedreht, Regisseur. Ne? Ja. Die originalen zwei, sagen wir es so, den anderen vergessen wir jetzt einfach mal. Und ganz schnell. Genau wie bei den Indiana Jones, wo man einfach den vierten, das, den gibt es nicht, den Kristallschädel. Ja, und jetzt macht sich ja der Sohn Jason Reitman, der hat ja, glaube ich, Up in the Air und sowas gemacht. Ja, traue ich dem durchaus zu, dass der was Gutes abliefern könnte. Ja. Also der Teaser ist so schon geil. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sind die nicht mittlerweile alle steinalt? Die gibt es. Ja, also Bill Murray, der bringt's da immer noch, oder? Ja. Ja, super. Aber kannst du den die aktuell in so einem Outfit vorstellen? Hey, lass da mal einen schönen, lass doch da mal einen schönen Staffelstabfilm machen, wo sie irgendwie in einer jungen Truppe das irgendwie dann einarbeiten. Dann oder übergeben so. Oder sowas. Das wäre doch ideal. Robert Ramis lebt nicht mehr. Also Spengler. Ja, schon klar. Also den müssen sie auf jeden Fall entweder ersetzen oder sie machen halt alleine weiter. Aber das wäre doch geil, wenn die quasi Nachfolge suchen, so alles mit einer Anzeige oder so einer Zeitung. Das wäre die witzig. Und spätestens dann wird sich, glaube ich, Thor in Arsch beißen, dass er nicht in dem Film mitgespielt hat. Ja, der spielt er dafür dann in Man in Black mit. Ja. Oh ja, stimmt. Stimmt. Naja, also da, so viel zu dem Thema Trailer und liebe Hörer, ihr seid da aufgefordert, auch mal eure Meinung zu schreiben. Also John Wick, Kapitel 3, Spider-Man Far From Home und Ghostbusters 3. Gibt es ja nur einen Teaser erstmal. Schaut euch die mal an. Was meint ihr? Habt ihr Bock drauf oder nicht? Dann lasst es uns mal wissen. So, und wir werfen mal einen Blick in die, ja, das, was tatsächlich jetzt schon anläuft. Das andere ist ja erstmal nur, ja, Gemunkel. Kinocharts und Neustarts. Ich mache jetzt mal die Neustarts zuerst und ich würde euch bitten, nachher mal bei den Charts genau zuzuhören, ja? Okay. Da kommt dann eine Frage hinterher, keine Angst, nicht nur einfach ganz normal. Wir haben nur einen Kommentar gekriegt. Es startet neu, also jetzt braucht ihr noch nicht zuhören. Dragon Ball, ein Film, da treten Son Goku und Vegeta gegen Saiyan Broly an. Ja, am 24.01. startet das. Creed 2 startet, den hatten wir schon in der Sneak Preview. Voll geil. Fand ich den. Lief auch in der OV. Illegalerweise. Schon lange vor Kinostart bei uns. dann Ralf Reichts 2, Chaos im Netz. Mal gucken, ob ich es da mal ins Kino schaffe. Ich glaube, das wäre auch was für meine Tochter. Die ist ja auch Gamerin. Die unglaublichen Abenteuer von Bella. Wuff, wuff, der Hundefilm kommt hier. Ja. Ja. Genau der. Hätte ich vorhin nehmen können bei meinem Ataris Reise. Ach, verdammt. Fällt mir das ein. The Favorite startet auch, der ja hier im Golden Globe Rennen mit dabei war und wahrscheinlich auch ja bei den Oscars berechtigte Chancen hat, nämlich in diesem Historiendrama von Regiehoffnung Giorgos Lanthimos kämpfen Emma Stone, Rachel Weisz und Olivia Colman um den britischen Thron im 18. Jahrhundert. Dann läuft dieser Film an, den der Chris vorhin vorgestellt hatte, der in der Sneak B lief, nämlich Womit haben wir das verdient? Culture Clash Komödie aus Österreich beschließt die Tochter einer feministischen Mutter eines Tages zum Islam zu konvertieren und Kopftuch zu tragen. Beautiful Boy startet noch, der ja auch
ziemlich, ich weiß gar nicht, Golden Globe hatte der da irgendwas. Also auf jeden Fall auf wahren Begebenheiten basierendes Drogendrama mit Steve Carell als Vater, der miterlebt, wie sein Sohn in die Sucht abrutscht. Und da geht es halt nicht wie in diesem Julia Roberts Film Ben is Back um, ich glaube, da war es Heroin, hier ist es schon Crystal Meth, das ist ja nochmal eine Spur härter. Und Steve Carell, ja, soll wohl überragend sein in der Rolle und kann sich wohl auch berechtigte Oscar-Hoffnungen machen mit dem Film. Also so langsam kommen wir in die Vor-Oscar-Phase, also merkt euch, The Favorite und Beautiful Boy. Dann, das läuft nicht bei uns, das läuft auch nicht. Das letzte Mal, ein Familien- und Historiendrama aus Deutschland über eine jüdische Großfamilie, die am Tag der Machtergreifung Hitlers zusammenkommt, um gemeinsam zu essen. Okay, das waren die, ja, die Neustarts diese Woche. Und jetzt kommen wir mal zu den Charts hier in Stuttgart. Jetzt müssen wir aufpassen, oder? Ja, einfach ein bisschen zuhören, okay. Ganz normal. Platz 10, Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen immer noch. Platz 9, abgestürzt. Platz 9, 100 Dinge, läuft doch schon ewig. Platz 8, Bohemian Rhapsody. Platz 7, Glass. Platz 6, Manhattan Queen. Platz 5, Mary Poppins Rückkehr. Platz 4, Robin Hood, den haben wir schon in der Sneak mal gesehen gehabt. Und wir waren, glaube ich, die Einzigen, die ihn ganz gut fanden. Platz 3, immer noch Aquaman. Platz 2, kalte Füße, passend zum Wetter. Und Platz 1, der Junge muss an die frische Luft. Und dann kriegt er kalte Füße. So, wir haben nämlich eine Frage gekriegt. Und zwar, ich lese mal vor, die Susanne S. Viele Grüße an euch alle hier aus Bad Homburg. Wo liegt das? Grüße zurück. Ja, ich höre euch schon länger über Spotify, aber da kann man nicht kommentieren. Deswegen schreibe ich an die Mailadresse, die ihr am Ende genannt hattet. Kam bei mir raus. Ihr müsst euch für einen Film aus den heutigen Charts entscheiden und jetzt sofort reingehen. Welcher wäre das und warum? Aquaman, den habe ich noch nicht gesehen. Kate, ach, voll scheiße. Boah, schwierig. Der Junge muss an die frische Luft, würde mich auch interessieren. Ja, mich auch. Einen also, wenn nur. Ich mich also muss es einer sein, den ich noch nicht gesehen habe, oder darf das ich einfach nur mal hineingehen? Ihr müsst euch für einen Film und ich würde sofort jetzt gleich aufstehen und nochmal in Bohemian Rhapsody gehen. Das wäre es bei mir auch. Also, ich habe ja die Frage. Der war jetzt einfach schon, so der Wahnsinn. Weil den habe ich noch nicht gesehen und ich glaube, den müsste ich noch sehen vor den Oscars und so. Ja. Und wie gesagt, Aquaman würde ich auch gerne sehen. Aber noch, dass der Chris Aquaman Glass vorzieht, das wundert mich jetzt gerade. Aber boah, stimmt, Glass ist ja auch noch auf der Auflistung. Aber Glass läuft noch eine Weile. Der hat er jetzt erst gestartet und Aquaman stimmt, läuft der hat er erst gestartet. Okay. So ist so meine Arbeit. Aber Glass, ach, das ist aber auch eine schwierige Frage. Tja. Aber ich glaube, ja, ich glaube. Susanne, das ist eine schwierige Frage, wir möchten sie nicht beantworten. Nee, ich glaube, wir haben sie jetzt. Ja, doch. Denke ich doch, ja. Also, ich würde Bohemian Rhapsody, Platz 2 wäre bei mir Glass. Ja, also Aquaman interessiert mich so gar nicht. Irgendwie. Ja, doch, mich schon. Nachdem ich jetzt auch so viele Memes zu dem Film gesehen habe, habe ich irgendwie überhaupt keinen Respekt mehr vor der Figur. ja, aber hält sich ja immer noch wacker auf 3. Okay. Ja, Susanne, welcher Film wär's denn bei dir? Du kannst übrigens ja bei Spotify nicht, aber auf kinocast.net, da kann man direkt drunter kommentieren. Und ich werfe auch gleich mal, da waren nämlich noch ein paar andere. Ach genau, auf Instagram habe ich nämlich einen Kommentar bekommen. Moment, das muss ich mal ganz kurz aufrufen hier. Den wollte ich noch vorlesen. Jawohl. Und zwar, ich habe ja da das Cover gepostet von unserer letzten Folge und habe gesagt, ja, die sitzt da, hört sie euch mal an. Und da hat der Alexei geschrieben, als Serientipp, schaut euch mal die Serie Krieger an und besprecht sie mal in eurem Podcast, damit sie etwas mehr Popularität erlangen kann. Die gibt es bei Netflix, ist eine dänische Produktion, sind nur 6 Folgen, hat von der Machart etwas und mit der Thematik etwas Ähnlichkeit mit 4 Blocks. Also ich habe es mir schon mal auf die Liste gesetzt, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mal reinzugucken. Krieger, wie die Krieger. Krieger, ja. Da, Krieger. genau. Im Haken. Jo. Und dann hat er noch einen zweiten Kommentar. Und wenn ihr Lust auf gute Komödien habt, ist als Geheimtipp zu sehen, beide Filme sind in Deutschland leider unter dem Radar geflogen. Babysitting 1 und Babysitting 2, in Klammern deutscher Titel für den zweiten Teil, lautet Ab in den Dschungel. Aha. Den haben wir doch gesehen. Ja, genau. Französische Produktion. Echt 2 supergeile Komödien. Kann man sich alle paar Monate mal anschauen, ohne dass die langweilig wären. Ja, den zweiten haben wir gesehen. Hat ich habe den ersten sogar auch gesehen. Ich habe den dann noch nachgeholt zu Hause. Den gab es bei, ich glaube, bei Amazon
konnte man sich den ausleihen, irgendwie für 1,99 als SD, und da habe ich den mal geklickt. Der war auch sehr lustig, der erste Teil, da hat er vollkommen recht. Und weil man das ruhig mal erwähnen kann, also das sind wirklich wahnsinnig lustige Filme. Und gerade jetzt, wenn es so kalt ist, kann man den auf jeden Fall den zweiten Teil mal gucken, den Ab in den Dschungel. Der war ja super lustig, wo die da ihre GoPro verlieren und dann, wo man dann quasi mit den GoPro-Aufnahmen sieht, was die da alles erlebt haben, so quasi in Rückblenden, und ach, war einfach sehr lustig. Ist aber schon eine Weile her, dass wir den hatten, oder? Es war nicht vergangenes Jahr. Bestimmt zwei Jahre. Nee. Nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr wahrscheinlich schon. Jo. Aber war wirklich, wirklich witzig, ja. Okay, dann noch einen Blick in die Kommentare beim Kinocast. Da überspringe ich mal die ganze Spoiler-Diskussion hier. Das kann sich, wer möchte, mal durchlesen. Der Thomas hatte nämlich noch geschrieben zu Black Mirror, Bandersnatch. Die Geschichte war ganz nett, aber man hätte mit der Geschichte und der Interaktivität mehr rausholen können. 3 von 10 Punkten gibt er nur. Ich glaube, ich lag ja auch so in dem Range, ne? Mhm. Godzilla The Planet Eater hat er geschaut. Da habe ich auch schon ein paar Mal gezuckt. Der gibt es nämlich auf Netflix und ich mag ja Godzilla. Und was ich nicht wusste, der Film, der die Godzilla-Anime-Reihe abschließt, ich wusste gar nicht, dass es da noch mehr gibt. Er meint, es ist ein absoluter Tiefgang dieser Trilogie. Ein regelrechter Dolchstoß, weil das Erwartete anders und einfallslos präsentiert wird. Als Fan der Godzilla-Filme kann ich nur davon abraten, lieber bis Ende Mai auf Godzilla 2, der dann im Kino kommt, Anmerkung von mir, warten, was ich auch tue. Also Anfang Mai auch wieder Kinotermin für mich. Also den muss ich auf der großen Leinwand sehen. Ey, Godzilla, das ist so cool. Ich habe letztens wieder irgendeinen von den alten geguckt. Der lief irgendwo in einem irgendwo Kabel 1 oder so mitten in der Nacht. Dann hat der Thomas noch geschrieben, Star Trek Discovery Staffel 2. Habe ich übrigens auch die erste Folge geguckt. Kate, bist du da ich auch? Ich auch. Mhm. So cool. Fand ich echt cool, wie sie da den Bogen geschlagen haben. Und richtig cool. Ohne jetzt zu viel zu verraten, ich hoffe, dass der Captain bleibt. Ja, ich auch. Thomas schreibt, die Macher haben sich die Kritiken zu Herzen genommen. Die Episode versprüht optisch simpel schöne Grafik und die Einstimmung durch das Voice-Over von Burnham versprüht viel Star Trek-Charme, der etwas in den bisherigen Folgen fehlte. Da man Spock bisher nur als Kind sah, kann man nur sagen, Spock war ein Arschlochkind zu Captain Pike. Ein selbstsicheres, verschmitztes Auftreten, das freundliche Miteinander und das gute Teamwork ähnelt einem gewissen anderen Captain, der später die Enterprise kommandierte. Ja, also Captain Pike hieß da auch der, die Rolle da von Dings hier in diesen J.J. Abrams Reboots, ne? Ja, war genau, Pike, der, ne? Der quasi den Jungen dann, den jungen Kirk auf die Enterprise schickt. Ja, genau. Aber witzigerweise, ich habe die erste Folge gesehen und habe total Bock auf Star Trek gehabt und ich habe geguckt, man kann tatsächlich die Star Trek Folgen mit jetzt gibt es verschiedene Star Trek, also quasi wie alles begann, wo die Enterprise die erste Jungfernfahrt hat, das ist ja schon eine neuere Auflage, und dann gibt es noch die Star Trek tatsächlich mit Kirk, mit Captain Kirk, aber als alter Captain Kirk, als wie heißt der Schauspieler mit der Glatze, William Shatner. Die Picard-Folgen, so rum war's. Ja. Die kann man nämlich auch gucken. Also die quasi, das waren die ersten Star Trek-Folgen, die ich gesehen habe, waren die mit Jean-Luc Picard. Okay. Die gibt's alle auf Netflix. Jetzt weiß ich, wovon du redest. Jetzt kann ich erstmal zusammenfassen für die Chats-Hörer. Raumschiff Enterprise, also, das nächste Jahrhundert. Kate meint, man kann TOS, so nennen wir Trekkies das, also The Original Series. Ja. Dann TNG, das ist die mit Captain Picard. Gibt es auch Deep Space Nine, Voyager und so? Ja, gibt es auch alles auf Netflix mittlerweile. Okay. Ja. Und was ich geguckt habe, wo ich die ersten 2-3 Folgen jetzt geguckt habe, war StarTech Enterprise. Okay, das ist die mit dem Dings hier, der früher bei Zurück in die Vergangenheit gespielt hat, ne? Ja, genau. Hier mit Captain Archer. Captain Archer. Die habe ich auch letztens mal, weil das war nämlich die mir noch gefehlt hatte, und die habe ich, glaube ich, vor einem Jahr oder so mal komplett durchgebinged hier. Da lagen die DVDs nämlich bei mir noch. Und die ist auch ganz gut. Also ich liebe halt Picard und Data und ach, das ist so. Ah. Aber Deep Space Nine wird das auch waren die richtig gut. Das waren meine Folgen. Die habe ich geguckt. Und dank Discovery hatte ich jetzt wieder Bock, das anzugucken. Wie kann das sein, dass du Picard geguckt hast und dann Deep Space Nine nicht mehr? Weil das kam doch danach. Im Fernsehen. Deep Space Mine war nie meins. Also Deep Space Mine hat immer meine Mutter geguckt, witzigerweise.
Guck mal rein. Deep Space Nine nie geguckt. Deep Space Nine ist echt gut, vor allem dann in den späteren Staffeln. Am Anfang, wo sich noch sehr auf die Raumstation konzentriert und so ein bisschen, ja, wer mit wem, wer kann nicht mit wem und sowas. Aber spätestens dann, weil die haben dann das Manko eben erkannt, dass es eben nicht funktioniert, wenn sie nur auf der Station bleiben, sondern sie brauchen halt ein bisschen Star Trek drin, also ein bisschen rumfliegen und Sachen entdecken. Okay. Und das machen sie dann und da haben sie ja dann auch so einen kleinen Kniff gefunden mit dieser Raumfähre. Und jedenfalls, ja, unbedingt mal angucken. Also gerade die späteren Staffeln sind der Hammer. Also ja, aber jetzt habe ich hier erstmal 7 Staffeln Enterprise mit Jean-Luc Picard vor mir. Kennst du alle schon? Ja, wobei ich glaube, dass mir das gar nicht so bewusst ist, dass ich die wahrscheinlich alle kenne. Hm. Weil früher ich habe halt vorm Fernseher gesessen und wenn es lief, habe ich es angeguckt. Ne? Also ich habe ja als Kind oder Teenager, also früher Teenager, habe ich das ja nie bewusst gesagt, ach, ich muss jetzt hier aber noch Staffel 3 gucken. Ja, das gab es da noch nicht. Es war einfach, das kam im Fernseher und dann hat man sich's angeguckt. Und dann hat man versucht, am nächsten Tag wieder weiter zu gucken, weil ja die Folge dann weiterging. Ne? So. Aber damals hatte ich noch gar nicht so das Bewusstsein dafür, dass das Staffeln sind und eine Staffel hat so und so viel Folgen und so. Das gab es früher nicht. Also, wenn ich überlege, wann kam das raus, dann habe ich das im Fernsehen angeguckt. Da war ich bestimmt 9, 10 oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wann das bei mir war. Also, weiß nicht, ich habe mir dann irgendwie, wenn ich auf ein Gymnasium komme, ich hatte es mir dann aufgenommen immer irgendwie und dann Nachmittag geguckt. Ja, das gab es also zu meiner Zeit so. Gar nicht. Wir haben das gar nicht aufgenommen. Anfang genau, kam auf ZDF. ZDF kam es auch mal, glaube ich. Ich kenne es noch von Sat.1. Ja, Sat.1. Mit so richtig schön Werbung drin. Kann immer dann überspulen dann. Gibt es auch bei Netflix. Habe jetzt gelesen, Amazon Prime macht sich wieder unbeliebt, weil da ist jetzt irgendwie ganz plötzlich Lost kostenpflichtig geworden. Das fehlt auch noch, dass sie irgendwo mal so eine Webseite machen, nicht nur wer streamt es, sondern dass vielleicht irgendwo mal die Informationen hinterlegt sind. Vielleicht auch die Streaming-Anbieter selbst, dass sie sagen, hey, übrigens, die und die Serie wird bald, also gut, bei Netflix gibt es ja keinen kostenpflichtig, da gibt es nur weg oder da. Aber bei Amazon Prime ist ja dann so, manche, die fangen an, eine Serie zu gucken und gerade so ein Riesenwerk wie Lost, das guckst du ja eben nicht mal an einem Wochenende durch. Und dann ja, fängst du an zu gucken und plötzlich mittendrin sollst du dann für jede Staffel 20 Euro zahlen. Das ist auch blöd, wenn es am Anfang kostenlos war. Ja, aber auch im Umkehrschluss, wann kommen die Serien, die man kaufen kann, in Prime? Ja, ich würde total gern eine Serie, die ich im Fernsehen geguckt habe, im Rewatch machen. Gibt's alle Staffeln auf Amazon zum Kaufen, aber nicht im Prime. Gut, da würden sie sich ja ihr Geschäft kaputt machen. Ach, aber das wäre schön. Es wäre mal schön zu wissen, wann kann man denn sowas auch mal im Prime dann sehen. Ja, da würden ja alle sagen, ach komm, da warte ich noch einen Monat, bevor ich mir die kaufe. Naja, das ist ja der Sinn der Sache. Ja, eben. Aber da hat ja Amazon nichts davon. Aber umgekehrt, ja, natürlich nicht. Wenn sie jetzt sagen, okay, irgendjemand hat jetzt gerade die ersten 3 Staffeln von irgendwas geguckt, was gerade kostenfrei ist. Vielleicht schicken wir dem mal eine Notification. Übrigens hier nächste Woche oder in 2 Wochen wird das kostenpflichtig hier oder so. Ja. Das wäre mal ein netter Zug, wenn sie sowas machen in der Richtung. Ja, schauen wir mal. Okay, dann immer her mit euren Serientipps hier, wie es der Alexei, was glaube ich, hier auf Instagram gemacht hat. Also ist immer schwierig, wenn hier so zig verschiedene Medien genutzt werden, aber wir sind ja überall vertreten und nutzt einfach da irgendeinen Kanal, wo ihr uns erreicht. Das, wenn ich es dann nicht vergesse, wie jetzt gerade Instagram, hätte ich fast vergessen, dann ansonsten nutzt als zentrale Anlaufstelle kinocast.net, schreibt da einen Kommentar oder, wie es die Susanne gemacht hat, einfach eine E-Mail, zum Beispiel an die kate@kinocast.net, wenn ihr sagen wollt, hier, Deep Space Nine, musst du gucken. guck lieber Deep Space Nine, wenn du es noch nicht kennst, anstatt TNG zum zigsten Mal. Oh. ja, und Chris könnt ihr auch schreiben, chris@kinocast.net und meine Wenigkeit eric@kinocast.net mit C. Und ja, sind wir gespannt, was ihr da so uns mitteilt. Und ich werfe jetzt gerade mal einen Blick, wie ihr so den Kinocast unterstützt habt in der vergangenen Woche. Könnt ihr ja zum Beispiel auf unseren Amazon-Link draufklicken. Da hat zum Beispiel jemand He-Man and the Masters of the Universe bestellt. Ein Taschenbuch. Dann Disturbia, eine Blu-ray. Auch ein cooler Film, fand ich. Obwohl ich das Original von Hitchcock, Fenster zum Hof, ein bisschen besser finde. Einen Dörrautomaten von Domo Clip, wo man wahrscheinlich Fleisch dörren kann, Trockenfleisch machen oder so. Oder Obst auch.
Obst, ja. Wahrscheinlich. Ja. Eine Fusselrolle von Blue Lands. Auswaschbar. Und was ist das hier? Crucial BX CT 240 BX 500. Jetzt muss ich mal aufrufen, was das ist. Klingt nach einer. Ah, genau. SSD-Festplatte. Oh, ist ja billig. 240 GB für 30 Euro. Ey. Boah, günstig geworden. Cool. Das ist was, ey. Kann man mal glatt überlegen, ob man eine zweite SSD reinbaut hier. Jo, vielen Dank an alle, die sich hier irgendwo wiedergefunden haben. Und die anderen, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr es moralisch tun, indem ihr uns irgendwie einen Kommentar da lasst oder E-Mails schreibt oder uns auch mit Sternchen bewertet bei iTunes. Hat auch, glaube ich, länger niemand mehr gemacht. Tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Ich habe es auch länger nicht erwähnt. Also geht auf iTunes und gebt uns einfach mal 5 Sterne. Unter dem geht's nicht. Ihr müsst da 5 Sterne, sonst geht's nicht. man kann auch weniger geben und vielleicht ein paar nette Worte da lassen. Gerade an die, die uns jetzt vielleicht auf Spotify hören. Ich weiß nicht, ob es da auf jeden Fall gibt es da diesen Folgen-Button. Oder wenn ihr Spotify habt und wollt, dass das noch lange, lange, lange läuft, dann geht auch ruhig mal zu iTunes rüber und gebt da mal 5 Sterne. Das hilft dann auch, weil dann werden wir auch bei iTunes weiter vorne gelistet in den Charts und dann hören uns mehr Leute. Und ansonsten sind wir eigentlich soweit durch, oder? Ja. Ja, dann ja. Drück mal die Daumen, dass wir morgen wieder was Cooles in der Sneak Preview haben. Ich ahne da Gutes. Und vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen und schönen Sonntag. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ich habe heute noch einen Witz gehört. Kann ich in die Outtakes nehmen? Jetzt kommt's. Was macht eine Knackwurst perfekt? Das N. Das N. Achso, habe ich dir schon geschickt. Genau, scheiße. Ja, aber das weiß man auch. Also. Warum das N? Das N. Verstehe ich nicht. Warte mal, der dauert. Knackwurst. Der dauert. Wir warten mal. Das ist eine Knackwurst nicht, ist egal. N. Lass mal bei Knackwurst. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Das ist gut. Bis bald im Kinocast.